Es gibt immer eine bestimmte Klinik in Köln, die war mal ein Krankenhaus, wo man halt eine OP und so machen kann. Jetzt mittlerweile sind die halt nur für seelische oder psychische Erkrankungen zuständig. Vielleicht weiß auch der ein oder andere, welche Psychiatrie ich meine. Ja. Ich war da mal, ich glaube im Mai war das. Nein, April bis Mai, also 22. April bis 13. Mai war ich dort. Es war eine Tagesklinik und ich war da für 3 Wochen ungefähr. So viel, so weit, so gut. Und ja, jetzt kommen wir zu meinem Problem. Also am ersten Tag hatte ich ja ein Gespräch mit den Ärzten dort. Die wollten wissen, weswegen ich da bin und was ich mir erhoffe und so. Zur Hintergrundinformation, ich war für 8 Monate in einer Psychotherapie bei einer netten Dame. Die hat mich dann 8 Monate beobachtet. Ursprünglich bin ich da hingegangen wegen sogenannten Zuständen. Und ja. Jetzt kommen wir auch zum Punkt. Diese Zustände habe ich, seit ich 5 bis 6 Jahre alt war, also schon ziemlich lange. Und die haben mich immer halt, ne, fertig gemacht. Ich glaube, jeden würden solche Zustände fertig machen, weil in diesen Zuständen bin ich immer sehr unkonzentriert, habe Denkprobleme und ja, bin überfordert. Und ja, wenn dieser Zustand dann auch noch sehr lange andauert, bin ich dann emotional instabil und raste aus. So, das habe ich versucht, den Ärzten dort zu erklären. Meine Psychotherapeutin, zu der ich 8 Monate lang halt hingegangen bin, hat versucht, mit mir zusammen das Problem zu lösen. Ich hatte ihr schon erzählt, was für Vorerkrankungen ich habe. Ich habe Schizophrenie und Angststörungen und Zwangsstörungen. Ja, genau. Dann haben wir halt gemeinsam versucht zu erforschen, was dieses Problem ist. Bis sie dann irgendwann, also im 8. Monat, mit mir also 3 Fragebögen gemacht hat. 3 Diagnostikfragebögen. Das waren verschiedene Fragebögen bezüglich psychischen Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und Persönlichkeitsmerkmalen. Die habe ich dann wirklich präzise ausgefüllt, also so wie ich denke, dass es richtig war. Und 2 Wochen danach gab es auch schon die Auswertung. Und die Psychotherapeutin sagte dann, dass ich auffällig viele Symptome bei Ängsten habe. Also ist ja klar, ich habe eine Angststörung. Und dass viele Symptome zu einem bestimmten Krankheitsbild passen, und zwar zu Autismus. So, und dann hat sie mir gesagt, sie kann mich nicht vollständig diagnostizieren, weil sie keine Ausbildung in der Richtung gemacht hat, um das machen zu können. Hat dann mir vorgeschlagen, dass ich mich anderweitig halt beschäftige, um halt die Diagnose zu erhalten. Dementsprechend bin ich dann halt in eine Tagesklinik gegangen, mit der Hoffnung, dass man mich dort diagnostizieren kann. Und das ist jetzt die Tagesklinik, über die ich reden möchte. Genau, jetzt kommen wir auch wieder zum Punkt, wo ich angefangen habe, darüber zu reden. Ich habe mit den Ärzten dort geredet. Ich habe denen gesagt, ich bin hier, weil ich eine Verdachtsdiagnose erhalten habe auf Autismus von meiner Psychotherapeutin. Ich habe 3 Diagnostikfragebögen ausgefüllt und ja, die Psychotherapeutin hat mich von oben bis unten, also jetzt nicht wortwörtlich, sondern halt, ne, metaphorisch, halt beobachtet und halt mit mir zusammen Theorien aufgestellt, Hypothesen aufgestellt,
was diese Symptome sein können, die ich die ganze Zeit habe. Mit dem Hintergrundwissen, dass sie von meinen Vorerkrankungen wusste. Dann wollten die Ärzte in der Psychiatrie, wo ich halt für 3 Wochen hingegangen bin, wissen, was habe ich denn für Vorerkrankungen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe Schizophrenie, Angststörungen und Zwangsstörungen. Und da war auch schon alles Schluss. Also ab da wollte man mir gar nicht mehr zuhören. Anscheinend hat Schizophrenie ausgereicht, damit die mich als unzurechnungsfähig abstempeln. Denn für die war ich schon in einer Psychose, also in einer aktiven Psychose. So, die haben weder eine Diagnostik mit mir durchgeführt, die kennen mich seit einem Tag und sind darauf gekommen, dass ich in einer aktiven Psychose sein muss. What the fuck? Alter, ich habe mich noch nie so verarscht gefühlt. Und dann habe ich so darum gebeten, okay, dann, also wenn ihr glaubt, dass ich in einer aktiven Psychose sein soll, dann macht doch einfach mal eine Diagnostik. Ich meine, am Telefon habt ihr gesagt, dass ihr die Diagnostiken durchführt. Und dann meinte die Oberärztin so 1:1, wir machen erst eine Diagnostik mit ihnen, wenn die aktive Psychose zu Ende ist. Welche aktive Psychose? Ich habe keine aktive Psychose. Ich habe weder Wahnvorstellungen, noch habe ich Halluzinationen, noch habe ich irgendwelche anderen Symptome von Schizophrenie, die man haben müsste. Ich nehme seit Jahren Antipsychotika, hochdosiert. Und ich habe seitdem auch keine Probleme, was Schizophrenie angeht. Aber denen war das scheißegal. Denen war das wirklich scheißegal. Also die wollten gar nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Nachdem sie gehört haben, dass ich Schizophrenie habe. Super Leistung. Echt. Naja. Ich habe aber trotzdem versucht, innerhalb dieser 3 Wochen, in denen ich da war, mit denen halt über das Problem, was ich habe und den Verdacht auf Autismus zu reden. Und die haben halt immer abgeschirmt. Also die haben immer gesagt, ja, wir machen keine Diagnostik hier bezüglich Autismus, das ist zu aufwendig. Okay, kann ich verstehen. Dann warum habt ihr mich dann nicht einfach weitergeleitet an jemanden, der das macht? Das habt ihr mir ja auch versprochen gehabt, aber habt ihr nicht gemacht. Oder generell eine allgemeine Diagnostik, sodass ihr gucken könnt, kommt das wirklich von Schizophrenie oder von was anderem? Vielleicht könnte es auch nicht nur Autismus sein oder so, sondern, keine Ahnung, es gibt ja andere psychische Erkrankungen, die auch darauf zutreffen könnten. Aber nein, habt ihr nicht gemacht. Ab der 3. Woche gab es dann eine Visite. Ich habe mich dann halt beschwert gehabt, dass man immer wieder darauf rumgehackt hat, dass ich dass die Symptome von Schizophrenie kommen sollen. Was überhaupt nicht stimmt, weil ich. Es kann nicht sein, dass ich eine aktive Psychose haben soll, während ich wirklich starke Antipsychotika nehme und die auch noch hochdosiert sind. Ich nehme die doch nicht umsonst. So, warum nehme ich die dann? So, erklärt mir das mal. Aber egal, ich will mich nicht zu sehr aufregen. Dann sagte die Oberärztin nochmal dreist, ja, also wir glauben, sie sind in einer aktiven Psychose und Punkt, Punkt, Punkt. Also die hat dann auch noch irgendwas gesagt, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Also nachdem sie gesagt hat, dass ich in einer aktiven Psychose sein soll, habe ich auch schon abgeschaltet und bin einfach rausgelaufen. Weil ich so wütend war und außer mir war vor Wut. Weil so geht man doch nicht mit einem Patienten um. Also ich habe wirklich mehrmals versucht, ruhig mit denen zu reden, zu sagen, das geht so nicht. Ich möchte, dass die Therapie in die richtige Richtung einschlägt. Ich möchte, dass man mich genau untersucht, weil ich war nur 3 Wochen dort und die haben alles ignoriert. Die haben ignoriert, dass ich bei einer Psychotherapie war für 8 Monate. Die haben ignoriert, dass ich 3 Diagnostikfragebögen ausgefüllt habe, wirklich präzise. Ich habe wirklich alles 1:1 so beantwortet, wie ich denke, dass es auf mich zutrifft. Aber die haben alles, es ist da rein und da raus. Wirklich, also nennt man sowas kompetent? Nee. Also
Ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen Kliniken ist. Ich war ja schon mal in der LVR-Klinik. Das kann ich wenigstens sagen, weil ich habe da jetzt keine so schlechten Erfahrungen gemacht mit den Ärzten. Außer, dass ich da halt sehr viel Leerlauf hatte und fast gar nichts an Therapien gemacht habe. Aber gut. Aber die Klinik, wo ich jetzt zuletzt war, das kann nicht deren Ernst sein. Das kann nicht deren Ernst sein. Das ist doch ein Witz. Hallo, ich suche Hilfe. Ich will behandelt werden. Ich leide seit Jahren unter diesen Symptomen. Und ihr... Ihr stempelt mich als unzurechnungsfähig ab, damit ihr so wenig Arbeit habt wie möglich. Hauptsache, das Geld fließt ein. Ist das euer Scheißernst? Ganz ehrlich, diese Klinik gehört geschlossen. Ich habe sogar auf Google, also bei den Rezensionen, habe ich eine negative Rezension hinterlassen. Natürlich begründet. Ich habe jetzt nicht einfach gesagt, ja, diese Klinik ist scheiße, ein Stern. Nein, ich habe Begründungen halt geschrieben, warum ich das so gemacht habe und warum ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe und generell, ja, also, dass das nicht geht, dass die Ärzte dort extrem inkompetent und inkonsequent sind und einen, sobald man Vorerkrankungen wie zum Beispiel Schizophrenie hat, als unzurechnungsfähig abstempeln. So, und dann habe ich noch den Entlassbericht, den ich erhalten habe, dort natürlich zensiert, also so, dass man nicht sehen kann, wer ich bin und was das, genau, also wer ich bin, halt da gepostet. So, und dann kam auch eine Antwort, aber die Antwort, die war so lächerlich. Die haben all meine Kritikpunkte ignoriert, so, also sie haben es wahrscheinlich gelesen und haben gesagt, ja, wir können ja nichts dafür, dass sie sich scheiße behandelt gefühlt haben. Unsere Ärzte sind sehr fachlich kompetent und so ein Scheiß, also das war wirklich lächerlich, was sie da geschrieben haben. Und dann habe ich einfach ein Edit gemacht, weil ich konnte nicht darauf antworten. Hat dann geschrieben, ja gut, ihr scheint anscheinend meine Nachricht gelesen zu haben, aber ihr habt alle meine Punkte ignoriert und das absichtlich. Einfach um mich als Buhmann darzustellen, weil ich hatte auch noch bei anderen Einrichtungen, wo ich schlechte Erfahrungen gesammelt habe, negative Bewertungen abgegeben. Das haben die dann halt betont, also die haben das wirklich hingeschrieben, also dass ich... anscheinend, dass ich nicht ernst zu nehmen sein soll, weil ich woanders auch schon schlechte Bewertungen abgegeben habe. Nur doof, dass ich nicht nur schlechte Bewertungen abgegeben habe, ich habe auch eine gute Bewertung abgegeben, und zwar bei der Psychotherapeutin, wo ich 8 Monate war, die mit mir zusammengearbeitet hat, die mich verstanden hat, die Empathie gezeigt hat, die versucht hat, mir zu helfen. Da habe ich 5 Sterne gegeben und ja, also ich gebe nicht nur negative Bewertungen ab, so ist es nicht. Ich gebe nur dann negative Bewertungen ab, wenn ich wirklich scheiße behandelt werde. Wenn ich sehe, dass die Ärzte oder das Personal an sich scheiße baut. Und ja, generell einfach Kacke ist. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe... ihr müsst mal wissen, also ich habe da schon wirklich mehrere Chancen gegeben und die haben immer wieder darauf bestanden, die haben immer wieder darauf plädiert, dass ich unzurechnungsfähig bin und eine aktive Psychose haben soll. So, what the fuck? Sagt mir doch einfach, dass ihr keinen Bock habt, mich zu behandeln. Also sagt doch einfach, dass ihr zu inkompetent seid, einen Autisten zu diagnostizieren. Aber macht doch kein Spielchen mit mir. So, ich bin nicht dumm. Im Entlassbericht haben die geschrieben, und ich zitiere jetzt, ich hätte überwertige Ideen,
also ich soll überzeugt gewesen sein, jetzt kommt das Witzige, ADHS zu haben. ADHS. In den 3 Wochen, wo ich wirklich permanent nur über Autismus geredet habe, kommen die darauf, dass ich ADHS haben soll und dass ich überzeugt gewesen sein soll, ADHS zu haben. What the fuck? Okay, egal. Dann soll ich überzeugt gewesen sein, hochbegabt zu sein. Das stimmt auch nicht. Ich hab doch, glaube ich, nur einmal erwähnt, dass ich einen Verdacht habe, hochbegabt zu sein, weil ich bestimmte Anzeichen aufweise. Generell, also ich habe halt nur die Vermutung in den Raum gebracht, dass ich vielleicht hochbegabt sein könnte. Aber die haben das so dargestellt, als wäre ich überzeugt gewesen, hochbegabt zu sein. Die wollten ihren Aussagen einfach nur Beweise liefern, also falsche Beweise, faktisch gesehen falsche Beweise, dass ich in einer aktiven Psychose sein soll, also diese überwertigen Ideen, die ich angeblich haben soll. In meinem Aufenthalt ging es, wie gesagt, nicht ein einziges Mal darum, dass ich ADHS haben soll. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich nicht überzeugt gewesen bin, hochbegabt zu sein. Also die wollten mich einfach nur als unzurechnungsfähig darstellen. Und ich würde jetzt gerne auch einen Beweis zeigen, wo man das nochmal lesen kann. Aber ich bin, wie ihr seht, in der Türkei. Ich kann das, also den Entlassbericht leider nicht vorzeigen. Aber ich habe ja ein anderes Video gehabt. Auch zum Thema, ich gehe nie wieder in die Tagesklinik. Da sieht man den Beweis. Also da kann man nachvollziehen, warum ich so wütend bin. Ja. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und generell einen Daumen hoch hinterlassen würdet, weil das würde mich wirklich sehr unterstützen. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen runter geben, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Ich will euch nicht nötigen oder so oder zwingen, mir einen Daumen hoch zu geben. Das ist dumm. Also das macht man nicht. Würde mich nur freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, weil dann würdet ihr auch keine Videos verpassen. Und ich hätte dann halt eine größere Audienz. Genau. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute. Wir haben derzeit 13.44 Uhr, bei euch wird es wahrscheinlich 12.44 Uhr sein. Ich wünsche euch einen schönen Mittag, isst was Schönes, macht es euch etwas gemütlich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios.